Farmer's Daughter, hier kommt sie reingehüpft. Und sie tritt an gegen die finstere Attaché. Aus der Marine. Because I'm gonna rip them off limb by limb. And I'm gonna catch her, hog tie her, and brand her butt. Brand her butt. Das heißt so viel wie, ich werde ihr ein Brandmarkzeichen auf den Hintern brennen. Wenn ich gesagt habe von der Marine, dann stimmt das auch nicht, sondern von den Marines, ne? Diese Spezialkampfgruppe. Ja, die ganz fiesen. Und hier macht sie ihren Berufsstand alle Ehre. Und Sally hat wieder die Schuhe vergessen, Uli. Vielleicht ist das ihre Geheimwaffe. Wir wissen das ja nicht. Es gibt noch kein Duft. Große Zink. Aber gut gekontert hier. Oh, Van Vader Splash. Und setzt sich aufs Knie. Das muss, glaube ich, wehtun. Vader Splash, ein paar hundert Kilo weniger, würde ich sagen. Oh, Gürtel sollte man also nicht im Ring anziehen. Jetzt sehen wir mal. Warum? Das ist noch schlimmer. Das ist so ein Lederband, glaube ich, von ihrem Colt. Leather Strap Match. Das haben wir auch schon von Vader gesehen. Irgendwie geistert der hier rum jetzt. Oh, aber hier ein fieser Ganz, Armdrag. Ganz gefährlich, dieser Armdrag gewesen. Und Hammerlock gleich von ihr. Wie gesagt, wir haben ja schon öfter erwähnt, also Sally hat sich lang genug mit Kühen, Ziegen und Schweinen rumgeprügelt, weil sie ist auf dem Bauernhof. Das sind natürlich ganz andere Gegner, aber sie ist gestählt dadurch. Oh, und nochmal nachdrücken, ja? Und dann wird es ein Suplex. Und wieder in die Augen stechen. Nee, das ist so Finger in die Nasenlöcher und hochziehen. Ach so? Mhm. Ist natürlich schlecht, wenn man dann so große Nasenlöcher hat. Und mit dem Hochziehen hat es auch nicht geklappt. Ein klatschender Tritt. In den Allerwertesten. Auch wieder ein eigenartiger Beinhebel, der da angesetzt wird. Mit Biss. Das ist ja das Neueste von Attaché, dass sie beißt. Gerade hat sie gesagt, sie wird ihr das Bein brechen. Und sieht so aus, als ob sie es auch durchzieht hier. Ja, als ob sie es schon geschafft hat. Aber Sally ist auch gut im Nehmen. Wie gesagt. Ja. Und sie kann wunderbar kontern hier. Ganz überraschender Armdrag. Und jetzt Reversal und Sally landet in der Ecke. Hetz ist das, die fruchtet bei ihr. Sehr gut gemacht. Da lässt sie sich faktisch einfach fallen und nimmt die Gegnerin mit. Das egal wohin. Auf ihrer Farm gelernt, als sie mit den Schweinen noch gewrestelt hat, wie sie vorhin selber sagte. Also das ist nicht meine Erfindung. Uli, du hast so gute News manchmal. Gell, mitreißend. Schick gemacht. Das war hier. Mitreißend eben, ja? Mhm. Das passt wieder alles zusammen. Attaché ist jetzt doch etwas mitgenommen. Wir sind ja doch nicht. Ihre stahlharte kleine Faust hat sie jetzt in den Magen von Sally, der Farmers Tochter, geknallt. Und hat sie wieder mit Side Headlock. Warum hat Sally eigentlich so lange Jeans an? Bitte? Die sind so furchtbar lang, die Jeans von der Sally. Vielleicht halten sie sonst nicht mehr, wenn sie kürzer werden. Und wieder in den Magen die Faust. Ja, sieht jetzt einigermaßen übel aus für Sally-Line. Aber da kommt sie schon wieder mit ihrer Kopfschere. Ob sie jetzt die Kraft hat, zuzudrücken also und sich vielleicht noch nach vorne zu katapultieren. Na, bis jetzt hat es immer geklappt. Hihi, lacht sie. Das ist leichtsinnig. Geschickt gemacht, aber wieder Reversal nochmal. Wie könnte man das nennen? Was für einen Namen wollen wir dem Ganzen geben? Das ist die Rolling Scissor. Oder Head Scissors. Nicht die Rolling Sister, sondern die Rolling Scissor. Ja, genau. Attaché ist jetzt echt in Schwierigkeiten hier. Da braucht man übrigens eine Kraft zu, um die Kopfschere so auszuführen. Mit diesen Rollen zu machen, ja. Sie hat unglaubliche Kraft in den Beinen. Nochmal wieder, ja. Ganz klar. Um sich auf glitschigen Schweinen festzuhalten, braucht man das auch. Ich beziehe mich jetzt wieder auf das, was sie selber sagte und meinte echte Schweine. Also nicht, dass mir jetzt wieder das Wort im Mund umgedreht wird hier. Trotzdem gefällt dir das. Uli, ja. Es gefällt dir, dass sie selbst gesagt hat, dass sie auf den Schweinen geritten ist. Ja.
mit ihnen gewrestelt hat. Mir gefällt's auch. Schweine sind ja sehr intelligent. Hat sie immer gewonnen? Natürlich. Gegen die Schweine. Ja, klar. Attaché trampelt jetzt auf ihr herum, das ist die Rache einer unehrenhaft entlassenen Marine. Hier eingerollt, schickt hoffentlich. Der Motto zählt bis drei und das war's. Ja, wundervoll. Aber der Kampf geht natürlich hier weiter. Attaché lässt sich nicht besiegen. Offiziell ist Sally Siegerin und Attaché kriegt sich nicht mehr ein. Dem Motto, was machst du denn ja, da? Was sagst du zu dem Ringrichter? Yay, aktiv. Sie grüßt alle Fans auf der ganzen Welt und natürlich zu Hause in Hogs Hollow. Nein, ich gehe jetzt.